Oh. Au. Autsch. Ah. Aua. Aua. Was ist hier los? Hilfe. Höllentor. Oh, brummt mir der Schädel. Boah. Ich sehe hier lauter Schafe. Wo bin ich denn hier gelandet, Mensch? Also ich habe echt das Gefühl, ich habe hier jahrelang in diesem Tor verbracht. Oh, mir brummt so der Schädel. Ich brauche erstmal eine Erfrischung hier. Puh. Ist das kalt. Wow. Brr. Schnee? Mein Gott. Wo bin ich hier wieder gelandet? Also, was ist da los? Ah, kalt. Oh. Oh. Hallo, ich habe ja auch Zuschauer. Ich begrüße euch. Ja, ich möchte mich mal vorstellen bei euch. Ich bin Professor Hastig. Ja, ich bin zwar eine Frau, aber... Oh mein Gott. Aber alle nennen mich Professor Hastig. Professorin. Ja, sagt kein Mensch. Oh mein Gott, hier brennt's. Es wird sehr warm da und ich bemerke gerade, dass ich gar keine Rüstung anhabe. Ich hoffe eigentlich, dass ich... Oh ja, zum Glück habe ich meine Rüstung noch dabei. Ja, einige Sachen habe ich verloren. Ich werde jetzt mal das Feuer hier löschen. Heiß. Warm da. Das sieht aus wie ein kaputtes Nessa-Tor hier. Also irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Also in meiner Heimat gab es keinen Schnee. Also muss ich hier eigentlich falsch sein. Oh wow. Oh wow. Ich glaube, ich werde mal mein Schwert anlegen. Ja, also die Berge kommen mir ja schon so ein bisschen bekannt vor. Hier ist überall Wasser oben auf dem Berg. Aber ich hatte keinen Schnee und meine Berge waren auch nicht so kaputt wie hier. Also ich kenne keinen Berg, der hier so durchlöchert ist wie dieser oder der da unten. Aber Schnee und Eis hatte ich bei mir auch nicht. Also bei mir schien die Sonne gut, es hat auch mal geregnet natürlich. Das brauchten wir auch, denn... Wir haben natürlich auch Getreide angebaut und Kartoffeln. Und da, oh, schaut mal. Was ist das? Also das ist definitiv mein Portal, in das ich in den Messer gegangen bin. Und als ich wieder zurück wollte, hing ich irgendwie zwischen den Welten fest. Also hier ist definitiv ein Dorf. Also einen Fluss hatte ich hier auch. Aber der war viel breiter. Also... Jetzt muss ich hier schon wieder schwimmen. Ich glaube, ich werde einfach mal mein Schwert ablegen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? 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 Hier scheint niemand da zu sein. Das sieht mir aus wie ein Gasthaus, aber warum ist denn das so verlassen hier? Hallo? Hallo? Keiner da.
Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ups, das ist aber klein hier. Aber als Kammer völlig ausreichend. Hallo? Niemand da. Ach, bin ich denn hier gelandet? Also, so eine schöne Blumenwiese hatte ich ja auch. Oh, wow. Na, ich hoffe, dass ich da jemanden finden werde. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Huhu, hallo, Sie da. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein Problem. Ich finde nicht mehr nach Hause. Ich war im Nether und finde irgendwie meinen Rückweg nicht mehr. Können Sie mir sagen, was das hier für ein Dorf ist? Ach so, das Dorf hatte nie einen Namen. Okay. Ja, dürfte ich hier bei Ihnen vielleicht wohnen? Gibt es hier irgendwie ein Gasthaus, wo man Zimmer mieten kann? Ach, da hinten, da war ich schon, da ist niemand. Ach so, okay, dann kann ich da gleich einziehen. Vielen Dank. Hallo. Guten Tag. Oh, ich glaube, ich werde auch mal... Ich gehe dann ins Gasthaus. Gute Nacht und schönen Dank. Also, das Dorf hatte nie einen Namen. Das ist aber komisch. Ein Dorf ohne Namen, das gibt's doch gar nicht. Jetzt fällt mir was ein. Mein Dorf, das hieß nie Name. Und vielleicht haben die Leute gedacht, das Dorf hatte nie einen Namen. Also nie ein Name. Und mein Dorf heißt nie Name. Gut, dann werde ich hier einfach mal ins Gasthaus gehen und mir das kleine Zimmer hier nehmen. Das reicht ja völlig aus. Hauptsache, ich kann schlafen und mich ausruhen. Gute Nacht. Puh, das war eine kurze Nacht. Ich bin immer noch ganz bedröppelt irgendwie. Es ist sehr nett von den Bewohnern, dass ich hier übernachten darf. Ich glaube, hier hinten ging auch eine Tür raus. Da werde ich doch einfach mal hier lang gehen. Ja, hier komme ich auch raus und mich noch mal ein bisschen im Dorf umgucken. Also, wenn ich mich so recht umgucke und mir vorstelle, dass der Fluss viel breiter war, dann könnte das fast... Da ist ein hoher Berg. Der sieht schon ähnlich aus wie... Ja, der Berg da hinten kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Na gut, die Bäume sind viel größer geworden, aber es könnte direkt die Stelle sein, an der mein Dorf stand. Vielleicht ist das sogar mein Dorf. Aber es sieht überhaupt nicht so aus. Die Häuser kenne ich alle nicht. Also meine waren so ähnlich gebaut wie diese hier. Aber ich hatte nicht so... Imbiss? Was ist denn ein Imbiss? Oh. Ah, hier gibt es Essen. Imbiss. Ah, Biss wie beißen. Alles klar. Ach, komische Bezeichnung haben die Leute heute. Bei uns hieß das Gasthaus. Also der Baustil ist komplett anders als bei mir. Kenne diese Häuser alle nicht. Oh, Moment mal. Moment mal. Diese Häuser.
Jawohl. Genau das. So sahen meine Häuser aus. Das kommt hin. Aber diese Häuser standen bei mir oberhalb. Und hier stehen sie unterhalb des Hauptdorfes. Also es ging von diesen Häusern hier runter. Ob mein Dorf vielleicht verschüttet wurde? Vielleicht ist Geröll den Berg runtergekommen, aber dann hätte es die Häuser ja eigentlich auch erwischen müssen. Das Geröll würde dann eher hier liegen. Ja, mein Dorf war viel weiter unten. Felder hatte ich auch. Oh, ich glaube, die tratschen über mich. Der Brunnen, der könnte vielleicht noch an dem Platz stehen, wo er mal stand. Also wenn ich mich recht entsinne, müsste mein Sitz eigentlich hier an dieser Stelle sein. Hier unter dem Haus vielleicht. Das ist ja auch schon verschüttet. Ja, das könnte gut hinkommen. Noch ein bisschen tiefer. Das ist alles. Deswegen ist der Fluss auch so schmal, weil hier alles aufgeschüttet wurde. Was ist das für ein Haus? Das kenne ich auch nicht. Ich gehe da mal rein. Guten Tag, hallo. Das Dorf ist aber auch wie ausgestorben. Bei mir gab es viel mehr Dorfbewohner. Zur Schmiede, Holzbretter, zum Imbiss, Holzbretter. Oh la la. Die müssen aber reich sein hier. Huch, was ist das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? So gerattert. Da war es wieder. Aber ich sehe nichts. Es ist sehr mysteriös hier. Ich schaue mich mal hier um. Da war es wieder. Was ist das hier? Oh, eine Schmiede. Ja, Rüstung und Werkzeuge habe ich noch alle. Hallo, ist hier ein... Hallo, Schmied. Hallo, Herr Schmied. Es ist aber auch keiner da. Hier steht einfach ein Bett rum, mitten in der Schmiede. Ist noch ein Eingang. Huch. Was sind denn das für Dinger? Ich gehe lieber wieder. Vielleicht sollte ich mal hier hochgehen. Hier geht es irgendwie raus. Hier sind Truhen. Okay. Ach, das da hinten. Oh, da sind Tiere. Schaut euch mal an. Schweine. Das scheint ein Stall zu sein oder eine Scheune. Ja, sowas hatten wir auch, aber viel kleiner. So ein reiches Dorf und so wenig Dorfbewohner. Das ist schon komisch. Was ist das denn? Sensorschiene. Schiene. Trichter. Ach, das waren Trichter. Antriebsschiene. Lore. Was man damit macht?
Schneebälle. Ich schnüffel ganz schön rum. Ich weiß, ich sollte lieber gehen. Oh, Schilder. Zeitschriften laden. Das ist ganz schön mysteriös. Zeitschriften laden. Vielleicht können die sowas Ähnliches wie Zeitreisen machen. Vielleicht gibt es Schriften über die Zeit, die dann irgendwie geladen werden. Aber so richtig verstehen tue ich das auch nicht. Juwelier, das kenne ich. Eine Angelhütte. Hm. Vielleicht sollte ich mal die Dorfbewohner fragen, aber ein bisschen vorsichtig vielleicht. Lava? Mitten hier im Dorf? Das ist sehr ungewöhnlich. Ich meine, so ein Schmied braucht ja Lava, aber ein starkes Feuer würde es auch bringen. Ich gehe mal zum Stall. Oh, wow. Was für ein Hühnergehege. Also als ich hier im Dorf gewohnt habe, liefen die Hühner einfach so rum. Kühe. Ganz schön viel Kühe. Hallo? Hallo? Oh, so ein nobler Stall. Die aber schlimmer gewohnt als die Tiere heute. Hallo. Blumen. Hm. Frische Milch. Hallo. Hallo. Keiner da. Das ist komisch. Ja, also definitiv würde ich mal sagen, das könnte mein Dorf sein. Beziehungsweise könnte hier mein Dorf gewesen sein und heute steht hier ein neues. Ich werde mal hier in diese Hütte gehen, vielleicht finde ich ja noch ein bisschen was von meinem alten Haus, aber das müsste dann eher unten sein, aber ich werde erst mal hier reingucken. Oh, ein Zaubertisch. Das heißt, es wird hier Zauber betrieben. Vielleicht sollte ich etwas vorsichtig sein. Ah. Hier sind schon Steinwände. Ein Braustand. Vielleicht sollte ich aufpassen, was ich zu mir nehme. Hier geht es noch weiter runter. Ah, Leute, ich habe was gefunden. Schaut mal, meine Endertruhen und das ist, oh, das ist noch aus meinem Gutshof. So sah es damals aus. Solche Steine hatte ich, die habe ich hier sonst nirgendwo gesehen. Ist alles so. Meine Banner. Und der Hebel, Gott, bin ich froh, dass ich das wenigstens sehe. Dann weiß ich doch, dass hier mein Hof stand. Vielleicht sollte ich da unten nochmal reinschauen. Aber ich sehe, es ist Nacht geworden. Und ich habe ja glücklicherweise ein Bett mit. Das werde ich hier einfach mal aufstellen. Denn hier ist ja eigentlich mein Zuhause. Ja, ich verabschiede mich von euch erstmal. Und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss, bye bye, euer Professor Hastig.